Hallo aus Schwetzingen, aus der ProKlima-Zentrale. Und neben mir steht Uwe Bartholomä, der Geschäftsführer von ProKlima und auch verantwortlich für Personal. Und heute hat er eine interne Sitzung hier abgehalten, wo ganz viele Kollegen gekommen sind. Und du hast die auf den neuesten Stand gebracht. Und normalerweise stellt man sich ja vor, auf den neuesten Stand bringen, die Leute sitzen da, hören zu. Es war ja Bewegung drin, die Leute haben mitgemacht. Und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt wo alle weg sind, ist es immer noch voller positiver Energie. Wie kommt's? Ja, wie kommt's? Ja, das hat was mit unserer Unternehmensphilosophie zu tun. Ja, wir haben die Menschen, die haben einfach hier einen großen Freiraum und können arbeiten an ihren Aufgaben, und die Organisation ist sehr offen. Und das habe ich heute auch wieder gespürt. Also wir haben auch immer wieder neue Ideen, und die bringen wir dann hier vor und machen einen Rückblick, machen einen Vorblick. Wo geht's hin und was passiert und wie organisieren wir uns neu? Also ganz viele Themen, und ja, alle sind voll dabei. Und wenn das so ist, dann, ja, dann Ist ist sicher gute immer noch. Stimmung. Genau. So. Und mit offen meinst du einfach, dass nicht alles von oben, also von euch als Geschäftsleitung vorgegeben, sondern dass die Mitarbeiter selber sich organisieren können? Oder was meinst du mit offen? Ja, offen heißt erstmal, dass jeder ja seine Aufgabe hat und seinen Aufgabenbereich, seine Verantwortlichkeiten. Und ja, grundsätzlich so, das Wichtigste ist, Raum zu schaffen. Also wenn ich einen Raum habe, wo ich arbeiten kann, wo ich Entscheidungen treffen kann und Verantwortung übernehmen darf, dann hat das mit Offenheit zu tun. Ja. Und wir werden bei uns hier in der Organisation nicht sehr stark reglementiert. Und so ist sehr stark der Teamgedanke da, eben sich auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich auch das Tolle. Das ist nicht nur immer alles Friede, Freude, Eierkuchen oder sowas, sondern ja klar, da geht es um, wie kriege ich mein Thema weiter, wie kriege ich das Thema nach vorne. Wir hatten gerade heute eine tolle Präsentation von unserer IT-Abteilung. Und ja, die haben einfach mal dargestellt, was machen sie eigentlich? Ja, und das sind so Themen, wo überhaupt alle mal dann sehen, aha, da passiert das und das. Und wenn ich jetzt ein Thema habe, das was noch nicht so fertig ist, dann ja, muss ich vielleicht manchmal noch ein bisschen warten. Dann auf jeden Fall, man merkt einfach auf einem Erfolg und einem Wachstum vom Klima, dass es vorangeht und dass euer Konzept völlig aufgeht. Ja, das hoffe ich doch. Nach 20 Jahren geht es immer noch auf. Sehr schön. Und wenn Sie mehr über ProKlima wissen wollen, schauen Sie doch auf www.proklima.de.